Wir melden uns aus dem Zentrum Berlins, denn heute steht die Stadt hier Kopf. Es soll der Tag der Freiheit werden. Eine der größten Demos ist angesagt in Hinblick auf die Einschränkung der Bürgerrechte, von denen wir ja hoffen und glauben, dass sie irgendwann wieder uneingeschränkt gelten. Bevor wir weitermachen, wir wollen heute ein Bundespanoptikum zeigen von dem, was hier wirklich los ist. Aber bevor ich weitermache, nochmal der Hinweis auf unseren Telegram-Kanal MM News offiziell, Link da unten. Außerdem haben wir einen Shop, wo man T-Shirts kaufen kann. Ich stehe auf Grundgesetz, steht da. Es wäre da wirklich schön, wenn die ganzen Leute hier mit diesen Shirts rumlaufen würden. Es gibt T-Shirts, Tassen, Taschen, alles Mögliche, verschiedene Motive. Müsst ihr euch ein bisschen durchscrollen. Link ebenfalls unten. Ja, das wird ein heißer Tag heute. Die Medien haben es ja schon angekündigt. Überall nur Verschwörer und so weiter. Wir wissen es ja. Also es ist zum Teil recht schäbig, wie die Medien über das, was hier passiert, berichten. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Natürlich gibt es hier Extreme. Es gibt Extreme von beiden Seiten. Aber die meisten Leute sind da irgendwie mehr oder weniger vernünftig. Wie viele Menschen heute kommen werden, kann ich euch noch nicht sagen. Da hinten formiert sich gerade der Zug in der Nähe vom Brandenburger Tor. Wir werden vor Ort sein und einzelne Interviews machen und zeigen, was hier wirklich abgeht. Und in der Zwischenzeit haben wir hier bestes Wetter in Berlin, eigentlich gute Voraussetzungen. Es waren ja 500.000 Leute angekündigt. Ich glaube, so viel sind es dann am Ende doch nicht, aber es ist doch schon eine beachtliche Zahl von dem, was hier zusammengekommen ist. Ist auch eine Demonstrantin. Woher kommen Sie? Aus München, der Vorstadt von München. Extra hierher angereist? Natürlich, selbstverständlich, aber gestern schon. Was würden Sie denn schätzen, wie viele Leute hier sind? Oh, schwer, also 100.000 sind wir bestimmt. Dann zeigen Sie mal Ihr Plakat. Demokratie schützen, Grundgesetz bewahren, ja. Ja, sehr wichtig. Jetzt gehen Sie hier 7 Kilometer durch die Stadt. Ja, genau, darauf bin ich vorbereitet. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also Sie meinen, es sind hier 100.000 Leute? Bestimmt, also würde ich jetzt schon schätzen. Aber es ist schwer, weil man kann ja das alles nicht überblicken. Ja, okay. Hätte ich jetzt auch ungefähr so geschätzt, also vorher das so kommen. Was sagen Sie zu der Berichterstattung in den Medien? Traurig, sehr traurig. Also gerade vorgestern der Artikel, der erschien im Tagesspiegel, hat, glaube ich, ziemlich nochmal vieles zerrissen. Da habe ich echt befürchtet, dass viele Menschen nicht kommen, um nicht in Schubladen gesteckt zu werden, in die man eben nicht hingehört. Also wir sind hier keine Rechtsextremen, ganz bestimmt nicht. Wir treten für die Grundrechte ein, die eben auch keine Menschen ausschließen, die sich auf jeden Bürger beziehen. Und haben Sie Schwierigkeiten bei Ihren Freunden und Bekannten deshalb? Ich selbst nicht. Also die Leute, die mich kennen, die wissen einfach, dass ich wirklich mit Rechtsextremismus oder sowas nichts am Hut habe. Also die Leute respektieren mich. Diejenigen Leute, von denen ich Kritik ernte, sind Menschen, die mich nicht kennen. Ne? Also die dann erfahren, okay, man geht zu einer Demo. Oder ja, also ich organisiere auch bei uns in der Kleinstadt Demos. Sehr gut. Vielen Dank erstmal. Ja, gerne. So, jetzt nehmen wir mal den Nächsten. Der kommt da. Darf ich Sie auch mal was fragen? Warum sind Sie heute hier mit dabei? Weil es richtig ist. Was ist richtig? Hier zu sein und für die Freiheit und für unser Recht einzustehen, als freie Menschen in dem Land zu leben, ohne Einschränkungen. Wir wollen Begründungen, und zwar wissenschaftliche, ordentliche Begründungen für diese Maßnahmen, und die werden uns nicht gegeben. Und deswegen müssen wir auf die Straße gehen. Sind Sie ein Corona-Leugner? Nein, ich bin kein Leugner von irgendetwas. Ich will nur wirkliche Wissenschaft, ich will wirkliche Diskussionen, ich will echte Demokratie. Das ist mein Recht als Mensch und als Bürger, und deswegen kann ich nicht mit solchen Schlagwörtern arbeiten. Das macht die Regierung und das ist falsch. Rechtsextrem sind Sie aber nicht, oder so? Ich bin überhaupt nicht extrem. Sie sehen es selber, ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Ich gehe nur für den Frieden und gehen für... Gehen Sie sich mal rum? Gerne. Ja, Peace oder Pace steht da drauf. Ich gehe nur für den Frieden und die Menschlichkeit auf die Straße und für unsere Rechte, weil die haben wir und die müssen wir verteidigen. Was schätzen Sie, wie viele Leute sind heute da? Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht auf Zahlen fixiert, aber es sind sehr viele und es sind sehr gute Leute hier. Darf ich Sie auch mal was fragen? Ja. Wo kommen Sie her? Aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Extra angereist? Ja. Für die Freiheit und für den Frieden. Und warum klatschen die jetzt hier alle? Weil wir froh sind, dass so viele gekommen sind. Okay. Was schätzen Sie denn, wie viele Leute hier sind? Das kann ich schlecht schätzen. Okay. Das ist Wahnsinn. Aber ich freue mich, dass so viele da sind. Ne? Ist das nicht schön? Darf ich Sie auch mal was fragen? Ja. Na klar. Wo kommen Sie her? Aus Berlin. Wir sind aus Berlin und wir sind froh, dass wir so viel unterstützen.
Herzen ja. haben, dass alle anderen Städte auch hier genau. sind. Sehr schön. Und wir ja. sehen immer Ihre Videos. Ja. Genau, super. Super. Einwandfrei. Und, was schätzen Sie, wie viele Leute sind heute hier? Das ist schwer zu schätzen. Man kann es wirklich noch nicht noch überblicken, aber wir hoffen, dass bis hinten alles voll ist. Ja, und jetzt geht es hier 7 Kilometer durch die Stadt. Muss, ja? auf jeden Fall. Und rechnet ihr mit Gegenaktionen, Störungen und so weiter? Schaffen die nicht. Dafür sind wir zu viele. Zu viele. Also es ist perfekt Endlich. Heute. Endlich. 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 Wo ist die Polizei? Wir sehen keinen und mehr. Und das ist der Tag der Freiheit. Ja, hier. Das ist der Tag der Freiheit. Alle Masken ab und auch ja. in die Freiheit. Ja, aber ich meine, es wird euch ja auch vorgeworfen, dass ihr ein Risiko dann für andere seid. Nein. Sind wir nicht. Es gibt überall Quellen, überall Belege. Jeder, der sich beliest, ist hier. Und jeder, der hier ja. ist, der weiß, wie die Zahlen, Daten, Fakten wirklich aussehen. Und die anderen könnt ihr auch. Genau. Und die anderen, ganz ehrlich, wer jetzt nicht aufwacht oder so, der soll sich impfen lassen. Was befürchtet ihr denn insgesamt, wenn das so weitergeht? Zweiter Lockdown und so? Ja, das steht ja schon fest. Das steht ja schon fest angeblich. Ja. Also, ob das Fake News sind oder nicht, aber möglich ist alles. Also, was hier gemacht wird, der Virus ist gar nicht da und wir sollen Masken tragen. Also, die Grippe ist auch gefährlich. Ja, genau. Die war viel gefährlicher. Also, von daher. Es ist gut, dass wir heute so viele sind. Okay, ich danke euch. Wir danken dir auch. Bei deiner Arbeit. Tolle Videos. Danke. Da vorne steht noch eine Frau, die hat Corona-Fehlalarm. Können Sie die mal herholen? Hat man in 3 Stunden durchgelesen. Super, das Buch. Alle Zeit. Hallo, Sie sind, wo kommen Sie her? Aus Potsdam. Aus Potsdam. Und Sie haben dieses Buch da gelesen? Ja. Und Sie glauben, das ist ein Fehlalarm, oder wie? Ich glaube, dass es ein Fehlalarm ist. Ja. Und was meinen Sie, wie viele Leute heute hier sind? Oh, schlecht zu schätzen. Aber Mindestabstand halten Sie ja nicht ein. Mindestabstand halten Sie ja nicht ein. Wozu? Da ist doch nichts mehr. Schon seit 13.04. hat Robert Koch-Institut dieser gibt keinen Corona-Kranken mehr. Okay. Also jetzt sind Sie ja nur noch Infizierte. Was soll das? Was schätzen Sie, wie viele Leute heute hier sind? 100.000 mindestens, würde ich sagen. 100.000 mindestens. Es sind viele. Viele Aufgewachte, ein Glück. Okay, dann viel Spaß. Dankeschön. Ihnen auch. Hier sind die zweite Welle. Was meinen Sie damit? Die Welle, nicht die zweite, die Welle. Die Welle, ja genau. Was meinen Sie damit? Das sind Menschen, die sich zusammenfinden und in Liebe zueinander finden. Und wir wollen uns befreien. Das steht hier alles drauf. In Liebe, Wahrheit, Freiheit und Frieden. Diese Welle geht jetzt über das Land. Okay, danke schön. Was ich hier mache, also ich unterstütze die ganze Bewegung, weil wir glauben, dass die Angaben zu den Corona-Zahlen, die Corona-Maßnahmen, dass das alles nicht im Verhältnis steht. Ja? Und wir wollen eben andere Meinungen auch hören, die es auch gibt. Zum Beispiel von diesem Bhakti, der das Buch geschrieben hat, Corona-Fehlalarm. Das ist es. Und das wird einfach in den öffentlichen Medien nicht kommuniziert und das finde ich ein riesengroßes Problem. Ja? Was schätzen Sie, wie viele Leute heute hier sind? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es kommen ganz, ganz viele. Kommen Sie extra aus Kanada angereist? Na. Aber? Ich wohne in Deutschland. Wo kommen Sie her? Bodensee. Also extra für den Tag der Freiheit nach Berlin. Ja, ja. Was machen Sie mit das? Was ist das für eine Flagge? Weil wir doch unsere haben. Ja, das ist doch Kanada. Okay, viel Spaß noch. Danke, ciao. Ja, eigentlich sollte der Umzug schon um 11 Uhr starten, aber aus irgendwelchen Gründen stoppt es immer noch. Ich habe euch ja schon mal einen guten Eindruck gegeben, hoffe ich, von dem, was hier so los ist. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hier unterwegs sind. Man kann nur hoffen, dass der Umzug auch tatsächlich stattfindet. Wie gesagt, 1 Stunde Verspätung haben wir jetzt schon. Es ist 12 Uhr. Die werden also niemals rechtzeitig zur Großveranstaltung, dann, wo die ganzen Reden stattfinden, dort sein. Man mutmaßt, munkelt schon, dass das Ganze so ein bisschen boykottiert wird. Also diesen Eindruck habe ich nicht. Es sind einfach zu viele Menschen da und das ist das Problem. Die also richtig hier zu organisieren, dürfte schwierig sein. Folgt uns auf Telegram, geht in unser Shop. Ich stehe auf Deutschland, das ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen noch mal hier rüber, was sich hier tut.